So heißt es für die Hobbybäcker, auf zur dritten Aufgabe. Meine gebackene Visitenkarte. Erst dann entscheidet sich, wer eine Runde weiterkommt und wer nicht. Kommen wir jetzt zur dritten Aufgabe und da haben wir ein sehr schönes Thema. Es lautet meine gebackene Visitenkarte. Finde ich zum einen sehr schön, dann lerne ich euch noch mal ein bisschen näher kennen. Und zum anderen stelle ich mir immer vor, statt man dem Gegenüber einfach so ein Kärtchen in die Hand drückt, so ein Stück Torte, das wäre doch was viel Besseres. Und ich glaube, die Welt wäre dann ein schönerer Ort. Was erwartet denn die Jury von unseren Kandidaten? Natürlich eine Motivtorte. Darum kommt man beim großen Backen nicht herum. Ob ihr nun euren Job darstellt, ein Hobby oder irgendeine Leidenschaft, das könnt ihr komplett frei entscheiden. Fondant ist Pflicht, ebenso eine modellierte Dekoration. Wenn ihr uns ein tolles Design, den perfekten Geschmack und die ganz persönliche Note präsentiert, könnt ihr hier eigentlich nur noch gewinnen. Ihr habt genau 4 Stunden. Ich wünsche euch gutes Gelingen, viel Glück und auf mein Kommando geht's los. Auf die Plätzchen, fertig, backt. Für Glück. Eine Visitenkarte sollte genau widerspiegeln, was die Hobbybäcker ausmacht. Und hier sind den Kandidaten keine kreativen Grenzen gesetzt. Außerdem geht es ja auch um etwas, denn einer wird am Ende dieser Aufgabe Bäcker der Woche. Und einer muss gehen. Ich bin ja eigentlich gebürtiger Mannheimer und ich backe den Mannheimer Wasserturm. Das ist eines der Wahrzeichen von Mannheim. Etwas Ähnliches hatte Steve mit der Dresdner Frauenkirche versucht. Was ist heute sein Ziel? Also meine Motivation ist jetzt sehr groß, natürlich jetzt ein gutes Werk abzuliefern, dass ich hier dabei bleiben kann und darf, ne, weil ich weiß, ich kann noch mehr. Ich habe noch einiges auf dem Kasten und ich will noch nicht gehen. Unter Steves OP-Tuch schlummern Wiener Biskuit, eine französische Schoko-Buttercreme und Cashew-Honig-Crunch sowie Blutorangen-Gelee und Kiwi-Kompott. Vanessas Torte orientiert sich nicht an ihrem Job, sondern an ihrer Leidenschaft für Hochprozentiges. Das Thema meiner Visitenkarte ist ein Cocktail, der nennt sich Moskau Mule. Und das ist ein Cocktail aus Gingerbier und Wodka und Limette und Gurke. Und das ist mein Lieblingscocktail und deswegen mache ich ihn als Torte. Die Österreicherin Barbara mag zwar aus einem Binnenland kommen, doch ihr Herz schlägt für die See. Da ich voll die Wasserratte bin und Schnorcheln und Tauchen und Schwimmen liebe, mache ich für euch Unterwasserwelt und die heißt Under the Sea. Den Meeresgrund bedeckt ein Heidelbeer-Cheesecake mit Haselnuss-Knusperboden. Darauf kommen Wiener Biskuit mit Topfencreme, Heidelbeerkompott, Beeren und Mandelkrokant. Steves Operation Weiterkommen beginnt mit einem Biskuitteig. Während die Eizuckermasse dafür kaltgeschlagen wird, bereitet er eine Eierlikörtränke vor. Es ist ja auch Stress. Es ist ja nicht so, dass man hier in Ruhe alles macht. Und man muss ja hier auch, oh, das ist, ich schwitze jetzt schon. Also das ist, oh, nee. Auch Silvia liebt das Wasser, allerdings mit Schaum. Ich bin hier am Bademann in Chagnki. Meine Torte heißt Auszeit mit Blub. Ich nehme mir jeden Abend die Auszeit in meiner Badewanne. Und das stellt dann auch die Torte eben da mit allem, was mir durch den Kopf geht. Zwischen Vanilleböden mit Cremant Mascarpone, Weintrauben und Orangenfilets platziert Silvia eine gewickelte Schokocremetorte mit Orangencrispies und Pistazien-Erdnuss-Crunch. Weckt das Sehnsüchte nach der heimischen Wellness-Oase? Ich bin nicht hier, weil ich heimgehen möchte. Ich würde gerne noch bleiben. Von daher, ich gebe alles. Sanja mag gerne ungewöhnliche Zutaten. Was gibt's diesmal? Ich habe mir überlegt, was aus meinem Kleiderschrank zu machen. Und zwar werde ich eine Schneiderpuppe machen, die eine indische Tracht tragen wird. Die Grundlage für Dirks Monomer Turm ist ein Schokoladenkuchen. Auch Laura legt schokoladig los mit einem Schoko-Biskuitteig. Ja, wir machen heute eine kleine Reise nach Österreich. Ich werde nämlich eine Skigondel backen, weil ich der totale Bergeliebhaber bin. Egal ob im Sommer oder Winter, mich zieht es eigentlich immer dahin. Der Schokotrend setzt sich bei Erzgebirglerin Jennifer fort. Ich mache heute eine Vintage-Gießkanne mit Blumen und Kräutern. Denn ich habe zu Hause tatsächlich einen kleinen Kräutergarten angelegt. Und oft abends gehe ich mit den Mädels durch den Kräutergarten mit einer alten Gießkanne.
Wir sammeln Kräuter, aus denen machen wir dann oben Tee oder Limonade und Blumen, damit es ein bisschen schön aussieht. Christoph hat schon von Berufswegen ein Auge für Proportionen. Das sollte man seiner Torte später anmerken. Mein Thema meiner Visitenkarte ist mein Hobby, das Backen, aber eben auch der Beruf, mein Beruf als Kunsthistoriker. Und thematisch bzw. durch die Dekoration verbinde ich quasi beides. Unter Michelangelos Händen aus Modelliermarzipan und Fondant treffen Eiskaffee Mascarpone, Sahnecreme, Kirschkompott und gebrannte Mandeln auf Kaffee-Schokoböden. Okay, man muss sich viel Zeit nehmen und mit viel Liebe in den Teig gehen. Man muss es spüren. Oh, mein Arm. Oh. 40 Minuten sind bereits verstrichen und so langsam sollten die Teige mal in den Ofen. Das heißt, wenn man damit zufrieden ist. Ich mache heute eine Rose, eine 3D-Rose. Meine Lieblingsfarbe ist natürlich rosa und ich liebe Rosen über alles. Und das passt dann halt perfekt zu meiner Visitenkarte heute. Sarah hat libanesische Wurzeln und lebt im schönen Ruhrgebiet. Ich bin Sarah, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Kastrop-Rauxel. Ich bin Make-up-Artist. Das macht mir auf jeden Fall richtig Spaß. Ich fühle mich wohl, wenn ich gepflegt bin. Ich mag es auch, meine Köpftücher mit meinen Kleidern anzupassen und mein Make-up auch. Ich lebe in einer Großfamilie. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Libanon. Wir sind insgesamt 9 Kinder. Es ist wirklich immer was los. Beim Backen bin ich eher ein Perfektionist. Es muss wirklich von drinnen und von außen super aussehen. Das Besondere an meinen Torten ist, die haben viel Glitzer und viel Rosa. Und es macht immer Bling Bling. Ich möchte meine Familie zeigen, hier, ich habe mein Backbuch. Ich will der Jury und den Zuschauern zeigen, was ich drauf habe. Die Öfen sind heiß, die Teige sind bereit. Backzeit. Die Wiener Böden sind schon im Ofen. Und jetzt mache ich den Crunchboden mit den Keks und Haselnusskrokant und Butter. Keksbrösel sind schnell gemacht. Erdbeeren dauern länger. Vanessa kümmert sich um ihre Creme. Steve um sein Blutorangengelee. Auch bei Sanja fruchtet es. Ich mache hier gerade meinen Mango-Kardamom-Kompott. Da kommen gleich noch Granatapfel rein. Das soll noch mal so diesen indischen, tamilischen Touch geben. Abracadabra, super dünn und ganz sehr lecker. Dick und lecker schadet natürlich auch nicht. Ich bin zufrieden. Backfarbe gefällt mir. Sieht gut aus. Barbaras Heidelbeer-Cheesecake muss noch einmal in den Ofen. Bei Silvia ist der Schokobiskuit dran. Und Jennifer zeigt ihre herzhafte Seite. Der Bacon kommt in die Gießkantorte rein, weil wir alle zu Hause beim Frühstück Bacon lieben. Und zusammen mit was Süßem wie jetzt hier Birne und Schokolade, das ist lecker. Das sagt Sarah sicherlich auch von ihrem Pistaziencrunch und Silvia vom Crunch mit extra Erdnüssen. Mein Gott, nee. Und immer ist die Kamera drauf. Wir sind halt Profis. Oha, wird hier etwas vergurkt? Ich experimentiere ein bisschen. Ich gucke, ob ich auf den Boden noch ein bisschen Gurke reinlege, damit man noch auf ein bisschen was rumkaut. Vanessa ist vom Ufer der Delme angereist. Ich bin Vanessa, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Delmenhorst und im Moment bin ich Lehramtsstudentin. Ich wohne hier mit meiner Mama zusammen und mit 2 Katzen und einem Kater. Vanessa kann beim großen Backen sehr weit kommen, weil, so wie ich sie kenne, ehrgeizig, Perfektionistin. Sie wird es auf jeden Fall bis ins Finale schaffen und sogar das Ding mit nach Hause nehmen.
Mein Stil beim Backen ist eigentlich ein großes Durcheinander. Ich probiere immer von allem etwas. Also ich versuche immer neue Sachen zu machen. Ich habe ein recht gutes Auge für detailreiche Torten und dass ich eben auch perfektionistisch sein möchte. Christoph arbeitet inzwischen an seinem Kirschkompott. Bei Steve gibt's Kiwi. Ich heiße Steve und in der Grundschule wurde ich damals immer statt Steve, Stevie, Kiwi genannt. Deswegen dachte ich, mache ich da Kiwi mit rein. Naja. Liebe Hobbybäckerinnen und Bäcker, es ist Halbzeit, noch 2 Stunden. Yeah, tschakka. 2 Stunden. Okay. Mein nächster Schritt ist die Swiss Meringue Buttercreme und dazu habe ich das Eiweiß und den Zucker auf ein Wasserbad gegeben und verrühre das Ganze. Mehr wie 80 Grad darf es nicht bekommen, sonst hast du süßes Rührei und das möchte ich nicht. Diese Flocken sind aber auch nicht geplant, oder? Es flockt schon scheiße, das kann doch gar nicht sein. Warum flockt es denn? Gestern konnte Betty Dirk helfen, schafft er es heute alleine. So kann man das noch mal retten. Solange es nur ein bisschen passiert, ist alles gut. Puh. Vanessa hofft, dass ihr der Lime Curd gelingt. Sarah verfeinert ihre Buttercreme mit Rosenwasser. Ein paar Umdrehungen mehr dürfen es bei Jennifer sein. Mein Schwiegerpapa trinkt gerne Whisky. Meine Schwägerin auch. Ich nicht. Okay. Sanja hat 2 Gieböden gebacken. Nun ist sie bei der Creme angelangt. Ich werde jetzt in meinem Naked Mascarpone Creme etwas Minzlikör reingeben und dann meine Geheimzutat, und zwar ist das Menthol. Und das soll die Jury so ein bisschen zum Nachdenken bringen und die Nase frei machen. Vanessa kann jetzt schon schnuppern. Oben auf meine Torte mache ich sozusagen Eiswürfel. Und mein Plan ist es, dass diese Eiswürfel der Cocktail als Gummibärchen sind. In die Form kommt der Cocktail plus Gelatine. Dirk setzt eine andere Duftnote. Lavendel ist lecker, aber Lavendel kann auch wirklich nach hinten losgehen, weil wenn du zu viel Lavendel rein hast, dann schmeckt das schnell nach Seife. Aber in Verbindung mit dem Schokoladenkuchen darf es ein bisschen mehr sein. Ist Christoph etwa schichtbereit? Jetzt geht's los, genau. Es ist noch leicht warm. Ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt schon anfangen soll zu füllen oder nicht. Aber ich glaube, 2 Minuten im Gefrierschrank sind noch mal ganz gut. Barbara bettet einen Boden auf den Heidelbeer-Cheesecake. Sarah bringt ihr Erdbeergelee zum Einsatz. Sanja spritzt die Minzcreme auf. Laura verteilt Früchte. Und Vanessa gurkt durch ihr Rezept. Silvia wickelt ihren Schokobiskuit zu einer Rolle auf. Die Vanilleböden werden später allerdings waagerecht verarbeitet. Immer besonders beliebt der Crunch-Effekt. Ich gehe mal die Schüssel abwaschen. Ja, das ich nehme dir die schon mal weg, dir. Weil sonst ja. Stapelt sich das ja hier der Dreck. Das geht hier sonst überhaupt nicht. Ja, das muss da echt. Darfst auch noch Birne naschen. Bin ich ja gespannt, was du schon mal dazu sagst. Oh, das finde ich geil. Das ist ja wie Birne im Speckmantel. Und gleich bin ich im Speckmantel. Dirk schichtet fleißig vor sich hin. Die Schlappe aus der ersten Aufgabe scheint überwunden. Ein ganz anderer Fall ist leider Christophs Torte. Seine Kunst liegt in Trümmern. Was ist passiert? Ich kann es gar nicht genau sagen. Irgendwie hat die Statik nicht ganz hingehauen. Okay, alles weg, ab in den Forster und dann nachher dann noch mal mit der Buttercreme einstreichen. Christoph braucht Hilfe. Feste. Der geht nicht auf. Passt das? Ja. Ja, ich hoffe sehr, dass ich nachher was da stehen habe. Denn schließlich geht es ja hier um etwas. Liebe Kandidaten! Nein. Ihr habt noch 60 Minuten. Scheiße. Oder sagt man aber nicht. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. 3, 2, 1. Eine Kandidatin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Barbara! Hallo, Betty. Du machst Felsenzucker. Ja. Schon mal gemacht?
ich bin jetzt spontan heute in der Früh drüber gestöbert, habe ein Video gesehen und habe gedacht, das ist perfekt. Herzlich willkommen bei Das große Backen. Ja. Ja. Ein Felsenzucker besteht aus gekochtem Zucker und einer Eiweißspritzglasur, also Eiweiß mit Puderzucker aufgeschlagen. Das Ganze geht auf wie so ein Schwamm und von daher sieht es halt aus wie Korallen. Wenn das mal nicht zu Barbaras Unterwasserthema passt. Juhu, cool, cool. Normalerweise tragen unsere Kandidaten dies Jahr aufgrund von Corona ja Handschuhe. Beim Modellieren ist aber das Problem, dass ich mit den Handschuhen nicht unbedingt das Fingerspitzengefühl habe. Von daher ist es für unsere Kandidaten erlaubt, dass sie in dem Fall die Handschuhe ausziehen dürfen, müssen die Hände desinfizieren, können modellieren und Christian und ich essen einfach die Modellierung nicht. Es gibt ja genug Auswahl an Torten. Das ist ein bisschen schief geworden, das ärgert mich. Wenn ich da ein bisschen Deko drauf klatsche, dann fällt das vielleicht auch nicht auf. Dafür steht Dirks Wasserturm wie eine Eins. Lauras Gondel und Sarahs Rose nehmen Gestalt an. Aber was kann Christoph noch rausreißen? Sobald ich den Tortenring abziehe, muss ich die Torte mit Ganache versuchen zu kitten. Versuche zu retten, was zu retten ist. Trümmer sind ja eher etwas für Archäologen als für Kunsthistoriker. Jetzt muss Christoph über sich hinauswachsen, wenn er das Ruder noch einmal herumreißen will. Die Frage ist, ob die Jury diese Grundsanierung gleich zu schätzen weiß. Dieses Chaos ist überhaupt nicht für mich. Das ist mein innerer Schweinehund, der sagt, räum auf, aber man kann ja nicht. Der innere Honk, der spricht zu mir, mach das sauber, aber man kann nicht, man hat keine Zeit. Schrecklich. Am Ende der Backzeit ist es egal, wie der Backplatz aussieht. Die Motivtorten allerdings, die müssen eine wahre Pracht sein. Liebe Kandidaten, ihr habt noch 30 Minuten Zeit. 30 Minuten, schaffst du das? Ich hoffe, du? Keine Ahnung. Stresslevel 1000 definitiv. Also ich komme jetzt gerade ganz schön ins Schwimmen. Ich werde jetzt den Turbogang einlegen. Moment. Okay. Jetzt bloß keinen Fehler, Jennifer. Volle Kanne Backpower. Vanessa dekoriert ihre Eiswürfel. Laura wird die Gondel schon schaukeln. Silvia darf das Kind nicht mit dem Bade auskippen. Jetzt geben wir die Zeit aus für die Deko. Man unterschätzt die Zeit hier. Also das ist wirklich brutal. Boah, seht ihr? Das kann dann passieren. Alles gerade abgefallen, aber ich fusch das jetzt einfach darüber. Und das kann jetzt nicht sein. Ja, super, das Arno. Jetzt ist alles egal. Davon ist leider fleckig geworden. Ich habe hier und da Schokoladenflecken drauf. Das Beste draus machen, ist jetzt angesagt. Liebe Hobbybäcker, ihr habt nur noch 10 Minuten. Da glühen die Fingerspitzen. Es wird geformt und gepinselt. Das ist der Moment, wo ich gerade echt am Ausrasten bin. Soll ich euch mein Magic-Glitzer-Moment zeigen? Ich nehme meinen richtigen Pinsel und jetzt viel Glitzer. Beim Modellieren finde ich das richtig schön. Ich bin entspannt, man kann abschalten, man kommt auf andere Gedanken. Nur noch 2 Minuten. 2 Minuten? Oh nein, 2 Minuten. Oha. Liebe Hobbybäcker, die letzten Sekunden brechen an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Hände weg vom Gebäck. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist hier wie so ein Tanzen. Geschafft. Oh, ich fühle mich großartig. Ich bin sehr erleichtert. Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen. Ich bin froh, dass ich was stehen habe. Ich war gespannt, wie ich die erste Motivtorte hier hinkriege. Und dafür bin ich ganz zufrieden. Besser bei der Torte als in echt.